Herzlich willkommen zum Team Wars. Diese Woche mit Mystic Fantasy. Ein bisschen Superhead, hier Memo Berries sind mit drinne und Froststrahl, das sind die beiden ungelevelten Karten. Adventure mit Butters und Timmy. Also so ein bisschen All-In, bunt durcheinander gewürfeltes Deck. Wir haben jetzt zum Schluss wirklich extrem lange hin und her überlegt, weil wir nur eine Karte noch leveln konnten, entweder Butters oder Garrison. Und wir waren uns echt unsicher. Bei Witch Garrison wären es 120 Leben mehr gewesen. Wenn wir ihn auf 7 gebracht hätten, hätten 20 Leute von uns oder das halbe Team etwa auf 6 Max spielen können. Bei Butters sind es über 30, die den laut Liste auf 6 Max haben. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wenigstens die Hälfte davon, also so 15, vielleicht auch 20 Leute, den sie ja auf 7 spielen können. Deswegen haben wir uns jetzt zum Schluss für den Butters entschieden. Ob das gut oder schlecht war, ja, wir finden das jetzt bald raus. Ansonsten, ja, gut straightforward Deck, ziemlich tanky. Es wird probieren, langsam zu spielen und Ressourcen einzuteilen, weil ja, es gibt hier Karten wie AQR oder sowas, die dann doch schon mal einen Push auch, je länger man den stehen hat oder blocken kann mit irgendwas, dann auch auffressen. Und naja, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Master 1979 von Active Players, erster Gegner. Ist im Elo-Bereich ähnlich wie ich. Sitzt hier nicht optimal, wir starten mit Lian. Liane an der Mitte, in der Hoffnung, er hat nichts. Okay. Er hat Ratten und Medusa und hat jetzt nochmal Ratten, aber wir haben unsere Ratten hinterher geschickt. Und ich denke, die holen jetzt auch eine Bar. Ne, er hat einen Furz. Er hat einen Furz. Der hat ihn jetzt natürlich gerettet. So eine 5er Medusa. So, jetzt spielen wir die Alien Queen. Jetzt müsste sie jetzt seine Hühner wegfressen. So, verwandeln konnte er nichts. Unser Slave überlebt das hier. Easy going. Ist immer noch nicht gebrochen. Und jetzt heilen wir wieder hoch. Die Ratte kann er nicht brechen alleine. Und ja, sieht doch gut aus. Wendy holt eine Bar. Timmy schießt gleich nochmal hinterher. Haben wir fast die zweite. Wir warten, bis Wendy im Bereich von Slave ist. Heilen den. Butters hinterher, Ratten hinterher. Thanks. Good game. Ja, wunderbar funktioniert. Hat das? Genauso wie ich es mir vorgestellt habe, hat es geklappt. Ja, Hühner machen ja einfach nicht viel. Also habt ihr ja gesehen, was haben die ihm gebracht? Eigentlich nichts. Ja, die haben auf den Slave gehauen, der stirbt dadurch nicht. Dann sind sie alle durch Alien Queen verreckt oder wurden von Medusa verwandelt. Instant Jackal. Ein 2-9er Gegner. Das dürfte jetzt ein Easy Clear sein. Wir starten wieder mit Lian. Ich glaube, macht er was überhaupt dagegen? Ja, er spielt. Wir wandeln hier mal noch eine Ratte oder zwei mit.
Ja, eine einsame Medusa, die stirbt jetzt gleich an meiner Medusa. Slave Level 2, es ist. Ja, der hat keine Chance. Es tut mir leid für dich, mein Lieber, aber für dich ist hier leider nichts zu gewinnen. Ja, also das ist jetzt so. Keine Ahnung, was unter 3K Leute in Gold zu suchen haben. Das ist sinnlos. Also. Oh, free win. Aber wenigstens war der erste Kampf ein Gegner, der hätte mitspielen können, aber. Ja, außer Lian und einer 5er Medusa hat er eigentlich auch nichts gehabt. Ja, seine Hühner haben ihm nichts gebracht. Gar nichts. Hazel. Hazel kennt man, Young Balls, das wird ein heftiger Kampf. Und absolut scheiß Starthand. Nicht gut, nicht gut. Wir fangen mit Ratten an der Mittellinie an. Ich bin mir nicht sicher, ob das so clever war, wo er die Lian jetzt hingespielt hat. So, wir konnten Lian verwandeln. Konnten den Butters verwandeln. Ich bin jetzt hier mal eine Belly, um das wieder hochzuheilen und um die Ratten wegzublocken. Jo, haben Medusa noch überlebt gekriegt, zum Überleben gekriegt. Hat's nochmal geblockt. Aber es ist. Die kann er nicht mehr aufhalten, auch nicht mehr verteidigen, die Bar. Ja, das Healing hier ist sau stark, ne? Das dürfte jetzt safe win sein. Er hat nochmal Ratten, aber wir kriegen dadurch nochmal unseren Grand Wizard hochgeheilt. Und jetzt macht Timmy hier Schluss. Ne, immer noch nicht. Dann spielen wir noch die Alien Queen. Und auch nochmal Ratten. Wir wollen hier die dritte Bar noch haben. Frei. Den Hazel mal ein bisschen den Hintern versohlt. Aber er hat gut gespielt, muss man sagen. Das war definitiv der schwerste Kampf von den dreien heute. Und es war nicht einfach, da jetzt noch die letzte Bar zu holen. Aber gegen. Ich weiß nicht, wie oft meine Wendy jetzt hier geheilt hat und wie lange ich die Medusa da auf dem Feld. Ich konnte die, glaube ich, von Anfang an auf dem Feld behalten. Das hat es einfach gemacht. Ne? Das war einfach. Er hat einen Fehler gemacht
Und zwar hat er die Lien an der Seite gespielt, wo er sie hätte in der Mitte spielen müssen oder warten müssen, bis ein Tank aufs Feld kommt. Weil effektiv hat er die Lien gegen eine Medusa geschickt und tja, es hat ihm gegen Timmy noch schlimmer, gegen Timmy geschickt und es hat ihm null gebracht. Nothing. Es war sehr dankbar, konnte ich meinen Grand Wizard schön so spielen, dass er dann auch bis zum Ende auf dem Feld bleibt. Und ja, das hat dann das Spiel gemacht. Ja. Also, Freunde, wie es laufen sollte, habt ihr gesehen. Deck ist vernünftig gelevelt. Viel Erfolg, habt Spaß in eurem TVT. Und vielleicht ein bisschen Glück mit der Rota. Die macht hier natürlich auch deutlich was aus. Ja, und dann läuft das. Guter Start ist Ratten an der Mitte, Lien an der Mitte. Klar, mit Lien kann man sich ordentlich verschätzen. Aber wenn der Gegner halt nur einen Tank hat und selber keine Ratten oder so, dann kann das schon richtig gut kommen. Vor allen Dingen, wenn man dann ein bisschen an der Seite, ein bisschen versetzt spielt, selber noch einen Fernkämpfer dahinter, sodass der nicht verwandelt werden kann, dann funktioniert das schon ganz gut. Ja. Ansonsten euch ein schönes Wochenende, Freunde. Bis nächste Woche. Haut rein.